Hallo lieber Löwe und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 30.10. bis 5.11. Schauen wir mal, was die Karten dir für die neue Woche mit auf den Weg geben wollen. Was haben wir für unseren lieben Löwen? Es geht darum, vollkommen ins Leben einzutauchen für dich, dich vollkommen einzulassen auf deinen Weg, komme, was da wolle, wenn du so möchtest. Du willst es, du kriegst es, aber setz alles dran, dass du es auch kriegst. Also hier geht es jetzt wirklich darum, mit voller Leidenschaft voranzugehen, mit voller Begeisterung, für eine Sache oder eine Person, voranzupreschen, dich einzulassen und wirklich komme, was da wolle, ich hole es mir. Ich will es, also ich hole es mir und hör auf, dir irgendwelche komischen Geschichten zu erzählen, die dich da ausbremsen können. Ja, also hier so ein Wiegenlied zu singen, so Kratzen, geht nicht, weil bla, sondern darum geht es überhaupt nicht. Also sei da voll auf der Hut. Also es ist so ein bisschen wie auf Messers Schneide, ne? Also lasse ich mich von meiner Leidenschaft führen oder lasse ich das Wiegenlied der Ausreden lauter sein als alles andere. Wer wird gewinnen, diese Schlacht? Aber der Rat der Karten ist, du willst es, du kriegst es. Also komm mal, was da wolle. Volle Fahrt voraus, jetzt geht es nur noch nach vorne, weil das ist gerade so eine magische Zeit für dich und die darfst du wirklich nutzen für die nächsten großen Schritte in deinem Leben. Was haben wir denn als abschließende Botschaft? Bin sehr gespannt, was da los ist bei dir, lieber Löwe. So wie das Licht auf die Dunkelheit folgt, so folgt der Tag der Nacht. Sei geduldig und warte auf den richtigen Moment, um ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen. Ja. Das neue Kapitel steht jetzt an. Und ich würde sagen, hier geht es überhaupt nicht um geduldig sein. Siehst ja auch, wie die hier auf der Karte so voranpreschen in ihrem Leben, sondern Geduld war gestern. Ne? Also man muss jetzt auch nicht so übers Knie brechen, aber es geht schon darum, in voller Beharrlichkeit dran zu bleiben und weiterzugehen. Und nicht die Ausreden oder die Ängste oder Zweifel, Sorgen, ja, stärker sein zu lassen als das, was dich trägt und das ist die Leidenschaft für eine Sache oder einen Menschen. Also hab Vertrauen, wird schon klappen, weiter geht's. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, könnte man auch sagen. So, das ist deine Botschaft für die neue Woche, lieber Löwe. Ich hoffe, sie holt dich ab und vielleicht sehe ich dich in Stardust. Am 7.11. geht's los. Mein Stardust-Programm, wo wir auch wirklich eintauchen in Kenn deinen Seelenweg und geh ihn stringent weiter. Ganz, ganz, ganz intensiv. Wenn du da Lust hast, einzutauchen, und mal frei zu räumen, was da in dir an Schätzen alles da ist, dann brauchst du auch nicht von außen ganz viel Neues draufpacken, sondern lass uns doch freischalten, was da ist. Dann freue ich mich, dich in Stardust zu sehen. Hol dir alle Infos hier über die Links unten in der Infobox, hier rechts, links irgendwo verlinkt. Und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe, deine Denise.